Das Jahr ist 2047. Wir befinden uns in der Sternenkammer von Sektor A. Und wir sind ein Roboter. Ich prüfe jetzt nochmal, dass wir hier wirklich alle Sterne haben. Denn ich möchte sie alle. Und dann, wenn wir uns dessen versichert haben, gehen wir in Abschnitt B und öffnen dort die Sternenkammer. Das ist unsere Mission für heute. Wir haben noch 6 Teile zu bergen und noch 4 Sterne zu finden. Allerdings weiß ich nur bei 2, wo sie sich befinden. Und möglicherweise habt ihr auch schon in einer der vorigen Folgen gesehen, wie ich sie geborgen habe. Das weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, wie ich das zusammenschneide. Eins weiß ich aber. Ich möchte hier hinein. Nach unten. Und die nächste Sternenkammer öffnen. Mit meinen nächsten 10 Sternen. Auch hier vergewissern wir uns nochmal, dass wir hier drin alle Sterne... Wow, wow, was war das denn jetzt für ein Lärm hier? Dass wir hier alle Sterne gefunden haben. Das da oben zum Beispiel ist sehr verdächtig. Irgendwie. Naja, okay. Ich mache einmal den Kreis. Den hier haben wir. Den hier haben wir. Den hier haben wir. Die 2 haben wir. Den hier haben wir. Was ist hinter der Säule? Nichts ist hinter der Säule. Die 2 haben wir. Und das war's auch schon. Alles klar. Dann müssen sich die restlichen Sterne auch nicht in diesem Abschnitt befinden, sondern irgendwo in der Welt. Okay. Eins der schwierigsten Rätsel hier überhaupt ist das Tetris. Jedes Mal wieder eine gigantische Herausforderung für den ungeübten Geist. Nicht aber für mich, denn ich habe das Tetris bereits vor langer Zeit gemeistert. Und entsprechend weiß ich genau, wie das hier zu lösen ist. Ich möchte es lediglich spannend machen. Sagte ich spannend? Ja, ja, super spannend. Super, super spannend. Das klappt doch wieder alles nicht hier. Da hat doch mal wieder einer Blödsinn fabriziert in diesem Level. Das sieht irgendwie alles falsch aus. Nochmal zurück. Wir müssen das hier irgendwie anders anordnen. Schon falsch. Definitiv 100%ig falsch. Das auch. Jetzt mal eins da oben hin. Ich frage mich immer, wie viele Lösungen diese Teile haben. So. Hier habe ich eine gefunden. Wildes Rumprobieren ist weiterhin der Lösungsweg. Ich habe immer gesagt, schreibt es mir in die Kommentare, wie die Dinger zu lösen sind, aber ich werde es eh nicht mehr lesen, bevor meine Aufnahme hier zu Ende ist. Ich nehme nämlich gerade sehr viel im Voraus auf. Und ich habe vergessen, wann ich meine Aufnahme gestartet habe.
Kann noch nicht so lange her sein. 7. Was will mir diese Box eigentlich sagen? Bei dem anderen war eine 5. Das habe ich alles schon gelesen, aber ein neues Image. Vom Fahrstuhl mit allen Stockwerken offen. Interessant. Wo sehe ich denn jetzt was Neues? Habe ich wirklich alles schon gelesen? Ich bin mir nicht sicher. Turmstockwerk 1, 2, 3, 4. Das hatten wir alles. Das hat mir doch alles dieser Pakt eingebracht. Realistische Aufzüge 1.8. Stockwerk 4, Kennwort 664. Ach nee, jetzt muss ich mir jetzt hier Passwörter merken. Vielleicht sollte ich das nachher mal lesen. Land A, Fahrstuhl. Weiß gar nicht mehr, ob ich das jetzt im Fahrstuhlraum gelesen habe, aber diese Dinger hier sind ja neu. Na gut. Und dadurch, dass ich die alle freigeschaltet habe, weiß ich jetzt nicht mehr, welche ich noch nicht gelesen habe. Eigentlich sollte ich die einmal schnell anlesen, ne? Die hat mir wahrscheinlich nur der Pakt eingebracht. Wobei, der Orang-Utan klingt jetzt nicht so spannend. Sie werden nicht glauben, was unter diesem Stein lebt. Ups, ich drücke immer noch Escape, um hier rauszukommen. Das ist doch falsch. Falsch, falsch, falsch. Irgendwas mit Göttern. Und Benutzernamen. Es funktioniert jetzt. Jede Iteration bekommt einen spezifischen Namen zugeordnet, der zufällig aus der Datenbank gezogen wird. Im Moment ist es noch eine Datenbank von Benutzernamen aus Online-Spielen. Deswegen klingt gleich alles ein wenig seltsam. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir jetzt mehr Zeit dafür aufwenden sollten. Wir haben eindeutige Identifikatoren, von daher ist alles in Ordnung. Alles andere ist ein Luxus, den wir uns gerade nicht leisten können. Falls wir doch alles andere rechtzeitig fertig bekommen, nehme ich mir die Sache nochmal vor und generiere eine neue Datenbank mit besser geeigneten Namen. Jetzt kann das aber einfach keine Priorität sein. George. Ja, deswegen kommen die anderen Bots hier mit so komischen Namen rein. Und ich natürlich auch. Zwergesel, wer nennt sich denn so? Ich kenne da keinen, also... Keine Ahnung. Wie immer beginnt man ein Level damit, dass man in die falsche Richtung läuft. Oh. Ist das der Mond? Ist interessant. Da könnte man vielleicht einen Laser drauf richten. Aha. Ich habe nicht mehr daran geglaubt, dass ich diesen Ort je finden würde. Er ist wunderschön, aber auch irgendwie traurig, sagt Ed. So, da ist der Grenzübergang der Welt, der mich ins Nichts verführt. Da kämpft einer Degenfechter. Sieht so aus. Dann könnten wir jetzt noch hier außen rum gehen. Warum nicht? Machen wir einmal schnell. Tut ja nicht weh. Aha. Was ist hier? Kann ich da rein? Ich kann, wenn ich wollte. Ich wollte, könnte ich da reinhüpfen. Die Schatten landen irgendwo da drüben. Die sind mir egal. Okay, scheint nicht so, als wäre hier was drin gewesen. Außer ich war jetzt gerade sehr blind. Was durchaus vorkommt. In Eimer Farbe. Doch, gar keine spannende Nachricht mehr da. Ich habe keine Idee. Was ist los? Wie steht's mit dir? Da ist noch ein Schildlein. Wir können das Ziel des Prozesses nicht alleine erreichen. Wir müssen einen Weg finden, einander zu helfen, sagt Barachiel. Oh, was ist das denn für eine Mauer? Oh,
Okay, keine, die man erreichen kann. Ganz offensichtlich. Gut, dann habe ich, glaube ich, alle Ecklein hier durch bis auf den Haupttempel. Dann würde ich sagen, bevor ich da drüben reingehe, gehe ich erstmal in das erste Puzzle hier. Wir wollen ja auch was lösen. Karussell, lediglich Laser, kann so schwer nicht sein. Türen, Türen. Strom, Strom. Also, da ist unser Teil. Ich schließe jetzt mal einfach wie immer erstmal die erstbeste Tür an. Hey, Moment mal, da stand doch nur Strom. Warum ist denn dann hier ein Jammer? Das ist skandalös. Das darf so nicht sein. Das darf so nicht bleiben. Wir haben sehr viele Fenster. Von denen ich bei den meisten noch nicht den Zweck verstehe. Ich gehe einfach mal weiter. Wahrscheinlich noch nicht alle Konnektoren eingesammelt, die man hier finden kann. Hier wäre roter Strom. Das ist der Ausgang. Wenn man alles geschafft hat. Sieht nicht ganz so aus, als würde es hier weitergehen. Und... ups. Mal angenommen, ich jam das hier. Schnapp mir den. Kann ich dann das Ding öffnen? Nee, dazu reicht der Winkel nicht aus. Das geht nicht. Okay. Allerdings könnte eins der anderen Tore gehen. Zum Beispiel das da drüben. Das geht. Natürlich habe ich mich jetzt mit dem Jammer hier eingesperrt. Solange ich mir nicht gleichzeitig auch da aufmache. So. Komme ich denn da überhaupt schon rüber? Ich glaube, da komme ich noch gar nicht rüber. Da war doch noch ein blaues, oder? Da war doch noch ein blaues irgendwo. Nein? Ah, hier war noch eins, na klar. Und das konnte ich nicht erreichen, habe ich gesagt. Na gut, ich kann es erreichen, wenn ich es hier rum mache. Das würde gehen. Also machen wir das mal. So und so und so. Hier hindurch und dann kann ich hier hindurch. Und so langsam wäre es mal Zeit, dass ich einen zweiten Connector finde. Zum Beispiel den da. Dazu müsste ich hier durch. Kriege ich da blaues Licht hin? Das ist ein recht langer Weg, aber ich versuche mal, ob ich das irgendwie aufbauen kann. Nee, da müsste ich ja erstmal auch die Seite hier öffnen können. Ja, okay. Wir arbeiten uns mal langsam vor. Wenn wir jetzt das hier stören, können wir auf jeden Fall ein weiteres Tor hier aufmachen. Und dann können wir das da drüben einfach jammen. Und kommen hier ran. Jawohl. Und jetzt wird's spannend. Jetzt möchte ich ja eigentlich dann hier durch weiter. Und ich glaube, dann bin ich schon am Ziel. Kann das sein? Doch, wie kriege ich das hin? Müsste ich ein Strömlein hier hinstellen. Jam mal kurz die Tür hier. Damit wir den roten Strom nicht mehr brauchen. Es hat keine Verbindung hier. Besser, besser. Und dann kann ich das hier hinstellen. Und wenn ich jetzt den Jammer nehme, habe ich es falsch gemacht. Jetzt den Jammer nehmen, habe ich es falsch gemacht. Das bedeutet, eigentlich muss ich dieses Teil nach hier draußen stellen. Das bedeutet auch, ich muss den hier nochmal hier hinholen und mir nochmal mit rotem Strom hier aufmachen. Und nochmal mich hier auf den Rückweg begeben, um den hier wieder nach draußen zu stellen. Kriege ich das hin? Kriege ich das hin? Das müsste schon gehen, glaube ich. Also, ich habe gesagt, ich muss den hier draußen hinstellen.
Vielleicht zum Beispiel. Naja, gut. Hier dann etwa. Dann könnte ich von da aus auch direkt da drüben aufmachen. Und jetzt kann ich das hier jammen. Das sieht recht Standard aus, ehrlich gesagt. Von hier ab müsste es leichter werden. Wir jammen das. Wir nehmen uns den wieder mit. Dann können wir das hier drüben jammen. Sind wir dann schon durch? Nein, ein Tor kommt noch. Was bedeutet, dass ich das hier gerne mit Strom öffnen würde? Dazu reicht der Winkel noch nicht ganz. Dazu reicht der Winkel noch nicht ganz, was nicht so cool ist. So, das passt hier vorbei. Aber hier in keinster Weise. Und von hier aus könnte ich auch nichts sehen. Das würde bedeuten, ich müsste den Strom irgendwie durch das Fenster dadurch kriegen, wenn ich ihn tatsächlich hier verwenden möchte. Oder aber ich finde einen anderen Weg. Vielleicht kann ich hierhin direkt Strom bringen? Nee, das sieht recht unwahrscheinlich aus. Ich denke, hier durch das letzte Tor muss ich mit dem Jammer durch. Alles andere macht nicht so viel Sinn. Das bedeutet, ich muss wahrscheinlich nochmal zurückrudern. Ich muss blauen Strom durch das Fenster hier bringen. Geht das? Geht das irgendwie? Ah, ich muss da nochmal raus, um mir das anzuschauen. Es tut mir leid. Es führt kein anderer Weg dorthin. So, das räumen wir nochmal ab und dann schauen wir nochmal. Also die Kante da ist schon verdächtig. Ich muss eigentlich nach da hinten. Ja. Ich muss nach hier hinten. Hier hin. Das sollte vielleicht so noch. Ja, das sollte funktionieren. So, das war die ganze Mühe, um hier wieder rauszukommen. Jetzt muss ich da wieder durch. Wie war das? Nee. So rum. Von der anderen Seite. Was sind so Dinge, wenn man es ja beim ersten Mal nicht richtig macht? So den ganzen lästigen Weg zurückgehen. Aber gleich haben wir's. So. Perfekt. Und dann können wir hier durch und das jammen und uns das Teil holen. Und wir haben den Ausgang. Sehr gut. Das war Nummer 1. Nummer 2. Also die Teile hier sind definitiv nicht deutlich schwerer als die anderswo. Okay, hier haben wir den Ausgang, hier haben wir das Zielteil, wir brauchen blauen Strom. Hier haben wir so ein Ding, das alles blockiert, und zwar zwei davon. Und unsere Vergangenheit. Hier haben wir blauen Strom und den Connector. Okay, also als erstes Mal müssen wir auf jeden Fall das hier machen. Uns hier draufstellen, dass unser Kamerad das Ding rausholen kann. Soweit, so klar. So. Jetzt muss als nächstes das Ding auf jeden Fall hier draufstehen, damit ich Strom anschließen kann.
Und dann müsste ich mal schauen. Hier wäre halt zum Beispiel ein Punkt, an dem ich das Ganze verbinden könnte. Ich kann aber die Dinger da drin nicht wirklich aufhalten. Und die fahren auch sehr antizyklisch. Da habe ich eine Idee, wie das funktionieren könnte. Probieren wir das mal aus. Der Gedanke ist der folgende. Wir schließen das hier an und hier drüben und stellen das hier auf. Ne? Vielleicht noch ein bisschen zurück. Und noch ein bisschen zurück. So. Ne, das geht durch die Wand. Das muss ein bisschen vor. So, ist ganz gut. Und jetzt nehmen wir auf und stellen uns hier vorne auf den Button. Dann wird es immer wieder zugemacht. Das ist aber okay. Denn jetzt spielen wir die Aufnahme ab und machen das Ganze auch auf der anderen Seite. Und wenn meine Idee stimmt. Nee, die sind dann immer wieder gleichzeitig getrennt. Und das war's. Also so oder so ähnlich muss das eigentlich gehen. Ich kann die Dinger da drinnen offensichtlich nicht aufhalten. Was gibt's denn noch für Winkel, aus denen ich das hier treffen kann? Die hier geht nicht. Ah, der hier geht. Der ist ein bisschen schärfer. Und zwar idealerweise werden wir in beiden Fällen nur durch das hintere Vieh geblockt. Ja, ja, dann müssen wir hier und hier. Das müsste gehen. Oder? Ja, ja, das müsste gehen, definitiv. Ich möchte in beiden Fällen nur von dem... Ah, oh nein, es geht nicht. Oh, oh. Es geht hier nicht durch. Das wird, glaube ich, auch in der Wand hängen bleiben hier. Okay, dann haben wir keine andere Wahl. Dann muss es hier hin. So, aber hier umgeht es den hier, ne? Ich glaube, der kann das nicht blocken. Ja, sieht nicht so aus. Okay. Letzter Versuch. Denn aus dem Grund letzter Versuch, weil es diesmal einfach klappen wird. Machen wir mal 20 Sekunden, 25 Sekunden. Ah, 20. Ich habe doch keine Geduld. Okay. Okay. Und jetzt stellen wir das hier auf die gegenüberliegende Seite. Warum ist denn da... Eins. Ah, das ist ge. Ach nee, im Ernst? Ist mir nicht aufgefallen, dass das nicht durchgeht. Von wegen letzter Versuch. Ja, ja, ich muss ja auch darauf achten, dass das Geräusch hier passiert. Das ist ein ziemlich eindeutiger Indikator, dass es klappt. So, 15 Sekunden reichen. Ich weiß jetzt, was ich tue. Jawohl. Ah! Oh, wer unterbricht es? Ach, das gibt's doch nicht. Come on. Kommt der hier in den Strahl rein? Gerade so wahrscheinlich. Gerade so. Frustrierend. Ja. Eieieiei.
Das ist so ein Puzzle, ich weiß genau, wie es geht, aber ich bin unfähig, es präziser auszuführen. Das nervt mich. Das steht auch wieder schlecht. So. Danke. Das war's. Puh, was für ein Sandsturm. Ich habe gar nicht versucht, auf den Mond zu schießen. Das wollte ich doch eigentlich noch ausprobieren. Wo wir gerade mal hier sind. Okay, der Mond hat keinen besonderen Anschluss. Pyramidenspitzen gibt es hier auch nicht. Sieht nicht so aus. Gibt ja auch keine Sterne mehr hier. Wie schon erläutert, warum ich vermute, dass es hier keine Sterne geben wird. Okay, wir kann hier in den Tempel rein und könnte auch außen rum gehen. Ich möchte immer einmal, möchte ich außen rum gehen. Machen wir also schnell die Runde. Gucken wir dabei mal auf die Uhr. Oh, wird so langsam eng, ne? Naja. Also eigentlich soll ich die Folge hier beenden. Waren die Worte. Okay, ich kann da nicht weiter. Der bringt mich um, wenn ich weitergehe. Ja, machen wir das letzte Ding in der nächsten Folge, glaube ich. Da haben wir jetzt nichts von, wenn ich jetzt hier noch versuche, das durchzudrücken, weil das wird wahrscheinlich das Schwierigste und Längste von denen hier sein, wenn ich mir das so anschaue. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.